Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Jurassic World Evolution, die letzte Insel. So, wir haben gerade hier die drei neuen gebaut, das Hotel, um die Besucherzahlen hochzuschrauben. Dann habe ich gerade in der Aufnahmepause direkt den... Unser gesamter Betrieb und besonders ja, ist ja gut. Sicherheitsabteilung könnten mehr Leute wie Sie brauchen. Ja, gucken wir uns die doch mal an, die sind ja das Wissenschaftsziel, läuft schon. Ist das wirklich groß genug? Ich könnte hier noch... Und dann hier so eine Ecke rein, weißt du, dass hier so ein dünner Gang ist, dass die sich eigentlich gar nicht treffen. Haben die eigentlich genug vom Wald und Grasland? Ja. Die haben es ja bisher hier am besten. Ich glaube, das mache ich echt. Und dann setze ich den hier halt in die Ecke rein. Aber als erstes hier... Schön das für 30. Ja, 35 geht auch, ne? So, und schon verdient hat anstatt 100 mal eben über 3000. Da natürlich das Beste vom Besten. Für 44. So ist halt, das ist halt das Luxus-Hotel bei uns. Und das für 47. Das ist das Luxus-Hotel. Hier kostet der Cocktail 76 Euro. Ich hoffe, ihr wisst das. Ist ja ganz normal. Ganz normale Preise, ganz normale Preise. So. Müssen irgendwas auffüllen. Gut, das ist da vorne. Das heißt, das können wir hier auffüllen. Mit dem Ranger-Team natürlich. Füllen wir aber direkt beides auf. So, wir haben... Oh, Trikes brauchen wir ja 4 Stück. Dann können wir direkt nochmal... Bam, noch ein Trike und noch ein Trike. So. Aber... Wir werden das hier vorne, wie gesagt, noch so machen, wie ich es gesagt habe. Also wirklich hier so ein... So einen engen Gang machen. Machen wir jetzt einfach mal. Ich zeige euch mal, was ich meine. Erstmal das, ne? So eine Art Schleuse. Und dann brauchen wir nur ein neues Türchen. So. Das ist dann so eine Art Schleuse. Aber da müssen sie ja nicht durch. Die müssen ja eh nur fressen. Und das ist halt so der Gedanke da dran. Ne? Fleischfresser, Pflanzenfresser. Und wenn die halt nur eine gewisse Zeit überleben müssen, ist das ja alles kein Problem. So, großes Kraftwerk haben wir aber natürlich noch nicht upgraded. Erstmal schön den Ausfallschutz. Verbesserte Leistung. Ausfallschutz. Verbesserte Leistung und einmal reduzierte Unterhaltskosten. Da müsste das auf jeden Fall genug bringen. So, geht's dem jetzt gut? Tyrannosaurus Rex geht's gut. Hammond Entwicklungslabor, klar, lassen wir unsere Sportsfreunde wieder frei. Wie geht's denn generell der Insel? So, hohe, sehr, bla bla bla. Nahrungsbewertung ist momentan schlecht. Muss ich gleich mal gucken, warum die schlecht ist. Und wir kriegen eine Fürsorgestrafe von 18. Das gucken wir jetzt erstmal. Warum wir eine Fürsorgestrafe von 18 haben. Geht's irgendwem echt nicht gut? Nö. Allen geht's gut. Vielleicht noch, weil wir eben das Futter nicht so lange nicht nachgedingst haben. Schätze ich mal. So. Oh, ah, nee, weil die kein Futter haben. Das wird sein. So, Aufgabe hinzufügen. Bestätige Aufgabe. Beide betäuben, damit wir die wieder rüberholen können. Okay. Ich hoffe einfach inständig, dass das so klappt, ne? Da brauchen wir aber dann sehr wahrscheinlich nochmal so eins. So. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ah, nee, da ist ein Dings. Wenn, dann müssen wir es hier hinbauen. So. Und dann schön dahin. So, dann gucken wir doch mal. Die haben ja irgendwie... Nahrungsbewertung ist schlecht, ne? Okay, da hinten ist auch rot. Rot ist ja gar nicht mal so gut. Hier ist auch rot. Fastfood 240 von 240.
Was ist denn, wenn man das Personal erweitert? Verstehe ich nicht. Ich weiß sowieso noch nicht, was das bringt mit dem Personal. Hier steht ja auch nirgends eine Erklärung. Ah, jetzt können hier 600 Gäste rein. Nice, okay. Jetzt müsste es wieder passen. Der hier hat keinen. Ich weiß aber auch nicht, ob hier irgendwo eins hinpasst. Sonst mache ich das hier noch enger und dann knalle ich hier so eine Restaurantkette rein. Gucken wir mal. Restaurant, Restaurant, Restaurant. Okay, passt nicht. Bin aber am Überlegen, wenn wir das jetzt abreißen, ne? Das hier. Ja, ich weiß. Und da dann ein Restaurant vielleicht hinpassen könnte. Ja, passt. Ja. Nice. So. Okay, das müssen wir ändern. Müssen wir das ein bisschen enger machen. Ist ja. Ups. Ist ja gar kein Problem. So. Ja, die sind immer noch rot in der Bewertung, klar. Das ist jetzt blau, kein Strom. Ach, wollt ihr mich flachsen? Da muss ich echt noch eins hinbauen. Oder hat irgendwas einfach keinen... Ach so, das Ding hat einfach nur keinen Strom. So. Tick, tick, tick. Nee, es hätte gepasst. So. So, jetzt hat es Strom. Muss nur gebaut werden. Steak für $48. Direkt 83 von 120. So. Was fehlt denen denn noch so? 80, 80, 80. Einkaufsbewertung 49, 59 oder was auch immer. Dann gucken wir mal, wie es denn... Oh, shit. Wir müssen die Trikes ja schon längst transportieren. Sonst sterben die uns noch. So. Hole Produkt ab. Und den noch. Produkt wird eingesammelt. So. So, und bevor wir das machen, wir brauchen ja immer noch vom Pentercera Jobs Gedönsis. Warnung. Sabotage. Ah, Krankheit schon wieder. Es liegt mir fern, eine andere Abteilung der Sabotage unserer Arbeit zu bezichtigen. Aber ich habe einen Verdacht. Ah, natürlich den Rex. War so klar, dass ihr den Rex da einfach eine Krankheit reindrückt. So, jetzt aber müssen wir mal eben zu unseren Fossilien gehen. Und zwar brauchen wir immer noch den Penta auf 100%. Da. Der hat jetzt 90... Ja, 90, 92, 93, 94. Jetzt ist er wahrscheinlich auf 95 damit. Oh, hätten wir fast auch verkauft. Können wir die auf jeden Fall wieder losschicken? Wir brauchen den Penta immer noch. Und da, oh, können ja noch einen losschicken. Ist hier noch irgendwo, aber ich glaube, hier ist sonst kein Penta dabei, ne? Diplodocus, hast nicht gesehen. Saurer Pelter, Maya-Saurier. Maya brauchen wir so oder so nicht mehr. Wir können ja hier unten den Giganto noch auf 100% bringen. Ja, brauchen wir aber eigentlich auch nicht. Hier ist was Neues. Den Sushumimus. Holen wir den. Es gibt einen neuen Job. Und ich weiß genau. Ja, aber den will ich nicht. Weil ich brauche den momentan nicht. Ich brauche ja ganz andere Viecher. So, dann gucken wir mal. Und zwar war das... Hier ist die Nahrungsbewertung nicht gut. Ja, klar, hier fehlt ja auch. Hier habe ich ja noch gar kein Restaurant hingebaut. Hä? So.
Was fehlt sonst noch? Trinken. Ja, hier fehlt auch noch eine Bar. Können wir auch noch eine Bar dahin bauen. Eine Bar. So, die bauen wir auch noch. So, dann haben wir die auch noch eine Bar. Spaß. Was ist das? Einkaufen. Einkaufen ist hier schlecht. Wir haben die Bar. 320 von 320. Da müssen wir auf jeden Fall das Personal erhöhen. Und irgendwie... Hier gibt es natürlich Steak, Leute. Steak. Für 48 Dollar oder sowas. So. Und die Einkaufsbewertung ist hier schlecht. Habe ich hier... 46... Ja, nee, 40 reichen. Dann knallen wir da noch das Personal hoch. So, was wir hier aber nicht haben, ist ein Kleiderladen. Ein Kleiderladen wäre nicht verkehrt, hier irgendwo in der Nähe zu haben. Die Bar, Kleiderladen. Oh, passt sogar direkt, perfekt. Und das Ding ist jetzt auch gebaut. Hier gibt es überall nur feinstes Steak. Für 48 Dollar. So. Und natürlich 3, damit wir da nicht so krasse Probleme haben. So. Einkauf braucht das Ding immer noch. Das Ding hat auch nichts zum Einkaufen in der Nähe. Die haben auch nichts zum Einkaufen in der Nähe. Wie sieht's hier aus? Der ja auch nicht, klar. Warum? Hier ist ein Kleiderladen. Aber wahrscheinlich zu wenig Personal, ne? Ja. So. Boah, das ist wieder direkt auf 600 steigt. So, dann geht's dem wieder gut. Hier natürlich nicht, da bin ich natürlich jetzt am Überlegen. Reißen wir das hier auch noch ab und dann können wir da ein paar hinbauen. Also so ein Kleiderladen, damit der halt beruhigt ist. Der wird, oder passt hier einer hin? Ich weiß es nicht, Kinders. Boah, auf die Minuten achten, Leute. Ich achte da immer falsch drauf. So, drehen. Wissenschaft ist nicht bloß experimentieren, perfekt, sondern auch beobachten. Was ich bei Ihnen sehe, gefällt mir. Weiter so. So, haben wir da auf jeden Fall den Kleiderladen hin. Wie sieht's da mit der Besucherzahl aus? Mit der Besucherzahl sieht's noch gut aus. So, dann braucht der auf jeden Fall auch einen Kleiderladen. Den... Oder haben wir noch irgendwie Einkaufen besser als Kleiderladen? Da gibt's 4 für Einkaufen. Ja, brauchen wir halt Kleiderladen. Ja, es sind alles. Ist alles doof. Das ist alles sehr doof. Oh, hier hinten vielleicht? Ja, geht. So. Müssen wir nur gucken, wie viele Leute gehen da rein. 275. 320, können wir auch direkt das Personal erhöhen. So, wie sieht es jetzt hier mit dem Personal aus? Dass man auch darauf achten muss, das hatte ich irgendwie nie auf dem Schirm, ne? Ja, wollt ihr mich flachsen? Meine Fresse, ey. Okay, da gehen nur die Hälfte rein, das ist... Das ist gut, also was heißt gut, aber... Hier geht fast keiner rein. Die Bar. Ja, 26. Wow. 47. Okay. Sieht's bei dem Kleiderladen aus. 320, auf jeden Fall Personal erhöhen. Und natürlich was Geileres hinbauen und das schön für 32 anbieten. Dann läuft der Hase. Fossiliengebiet, 200 von 400, das geht alles. So, dann das Ranger-Team. Ah, da. Unterwegs zur Futterstation. Kannst du direkt mal alle auffüllen. Gut. Jetzt wollen wir uns mal wieder unserer Aufgabe widmen, oder? Ich meine, da sind wir jetzt echt nah dran. Die Einkaufsbewertung muss nur noch, die ist nur auf 70%, die muss noch erhöht werden. Hier wird auf jeden Fall auch noch irgendwas
voll ausgereift sein. So, der Penta hast du nicht gesehen. Hoffen wir, dass wir da jetzt endlich genug haben. Was haben wir da? Den Sushumimus, klar. Was haben wir da? Den Para, den haben wir ja schon auf 100. Den Pentaceratops. Nochmal Pentaceratops. Ich glaube, der ist damit auf 100%, ne? Wir lassen das Ding jetzt erstmal. Aber ich glaube, der ist jetzt auf 100%. Das heißt, der nächsten, den wir brauchen, ist der Kentrosaurier. Den brauchen wir dreimal und der war hier. Gibt es da noch irgendwas? Den Mayungo, den haben wir noch nicht. Ja, oh, komm, suchen wir nochmal den Suchu. Ah, oh, noch eine auffüllen. Was haben wir denn? Wo ist denn noch was passiert? Der Ankylo hat irgendwie niedrige Gesundheit. Weil er keinen... Oh, der hat keine Nahrung, ich Idiot. Sorry. So. So, so, so. Okay. Dann gucken wir mal, wie es denn hier so aussieht im Souvenirladen. 160 ist in Ordnung. Restaurant 320 ist jetzt auch in Ordnung. Fastfood-Restaurant ist auch in Ordnung. Bowlingbahn ist nicht in Ordnung. Aber gut, dass ich das jetzt mit dem Personal endlich mal gecheckt habe, oder? Besser spät als nie. Neues vollständiges Genom, der Pentaceratops. Wir brauchen zwei Pentaceratopse. Wo haben wir sie denn, die fröhlichen Zeitgenossen? Ja, jetzt wahrscheinlich ganz oben, ne? Da ist er. Aber erstmal schön das Genom modifizieren. Wir wollen ja einen anständigen haben. Nehmen wir das. Regenwald gibt es hier leider nicht. So, 73. Geht der noch irgendwie höher? Nö. 73, 83, 91, 92, 93, dann noch höher, 98, 103, 104, 104, wie viel hat er jetzt? 21%, geht noch, 0% kann er ruhig haben, 112, 114, 123, 125, dann hat er aber minus 17. Ja, wir können ruhig die Zähigkeit der Haut reinballern. So, minus 10 ist okay. Minus 18, okay, lassen wir. Davon brauchen wir zwei Stückchen. Zwei Pentaceratopse. Die können wir uns auch direkt angucken. Wissen wir ja noch gar nicht, wie die aussehen. Hatten wir ja noch nie. Und wir können uns eine neue Aufgabe beschaffen. Neuen Auftrag vom Sicherheitschef. Da ist ein Auftrag auf meinem Schreibtisch gelandet. Das schaffen wir. Einmal Gold finden oder Platin oder Palladium. Und dann haben wir es sowieso drin. So, wen brauchen wir als nächstes? Wir brauchen ja den Kentrosaurier, ne? Der war hier. Wen brauchen wir noch? Den haben wir auf 100%, den Apatosaurus. Apatosaurus haben wir auch nicht. Suchu. Mimus, Metria. Wo haben wir denn den Apatosaurier? Velociraptor. Ja. Wo gibt es den denn? Kano, Giganto, Maya, Penta. Irgendwas mit A. Ankylo. Ah, da, Apatosaurier. Den gibt es echt nur da. Ja, das ist traurig. Das ist traurig. Und bumm, Aufgabe abgeschlossen. Zu geil. Jede birgt auch Risiken. In diesem Fall haben sie 95, cool. Genutzt. Gut gemacht. Rufbelohnung, intuitives Lernen 3.0. Den haben wir auf 100%, klar. Eingehende Übertragung, damit bekommen wir jetzt auch die letzte Mission. Ich führe eine vollständige Überprüfung unserer Sicherheitsprotokolle durch und hätte Sie gern dabei, wenn Sie das möchten. Und das sollten Sie. Okay. Nein, 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 nicht jetzt. Nicht jetzt, aber später. So, 25 Millionen Delos Monetas haben wir. Wir waren gerade am Nachschauen, wie es denn bei denen ausschaut. Was ist denn? Die Einkaufsbewertung ist noch nicht so geil, wie sie sein sollte, ne?
Das ist die doch, oder? Einkaufen, ja. Hier ist alles blue, blue. Hier nicht. Hier brauchen wir Einkaufsbewertung. Ja, hier ist aber auch nur ein Souvenirladen. Das ist aber auch etwas doof, ne? Weil wir hier sehr, sehr wenig Platz haben. Hier ist ein Fastfood-Restaurant. Ich glaube, das Fastfood-Restaurant macht doch eh keinen Umsatz, ne? Ne, das können wir ruhig abreißen. Und dann können wir hier nämlich noch einen Kleiderladen hinsetzen. Was anderes bringt das ja nicht. Hier bringt noch Einkaufen 2, aber Einkaufen 2 gegen Einkaufen 4. So. Futterstationen müssen aufgefüllt werden. Mach das Ranger Team 1. Kommt drauf an, wo es ist. Da hinten. Unterwegs, um Futterstationen zu füllen. Dann macht... Ups, das wollte ich nicht. Jetzt haben wir es diese Folge auch wieder geschafft anzuklicken. Hammer. Expedition wartet. So. Oh. Für den Alosaurier. Bam, wieder Gold. Das können wir jetzt bisher immer verkaufen. Wir brauchen ja keine Pentaceratopse mehr. Jetzt haben wir hier noch einen Alosaurier. Gold. Einen Kentrosaurier. Der müsste jetzt auch auf 100% sein. Das brauchen wir also nicht mehr. Und der ist ja auf 100%. So. Wir brauchen so, Penta haben wir, die sind am Ausbrüten, Kentro haben wir auch auf 100%, Mitriankosaurus haben wir auch auf 100%, brauchen also nur noch den Alpato, der hier vorne irgendwo war. Da. Aber das dauert sowieso, bis wir den haben, weil wir ja quasi nur eine Forschung davon haben. Drei Worte. Auftrag? Sie? Ja. Nee, nee, noch nicht, weil das schaffen wir erstmal nicht. Liegt aber hauptsächlich eher hier dran, an der Dinosaurierbewertung, weil wir im Moment noch eine viel zu hohe Vielfaltsstrafe haben. So, der Kleiderladen, der müsste ja komplett überfüllt sein. Deswegen erstmal das für 53 und dann klatschen wir da direkt zwei Leute rein. Ja, komm, 48 reicht. Gut, dann müsste das jetzt auch ausreichen. Wie lange brauchen die noch? 88 und 87%, dann können wir die da auch direkt reinlassen, dann haben wir auch schon mal zwei. Ja, langsam werden wir ja auch echt voll, ne? Wie sieht's jetzt aus? 88, Dinosaurier-Sichtbarkeit, 87, Nahrungsbewertung, 75, 65, Transportbewertung, annehmbare Kapazität. Also brauchen wir noch ein Hotel. Oh, und es passt sogar. Ein Träumchen. Können wir das hier irgendwie noch ein bisschen enger? Ja. So. Bam. Das ist natürlich dann direkt neben einem Restaurant. Perfecto mundo. Wie viele Leute haben wir momentan hier drinne? 8.284. Und die beiden können freigelassen werden. So. Gucken wir uns aber an. Boah, die sehen aber auch geil aus, ne? Na super, eine Sturmwarnung. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Das ist so das Letzte, was ich jetzt gebrauchen kann. So. Kehrt zur Basis zurück. Ich hoffe diesmal einfach nur so ein dämlicher Sturm, der überhaupt nichts bewirkt. Das wäre gut. Ich meine, ich habe jetzt mittlerweile genug Kohle, dass mir das nicht mehr so viel ausmacht. Aber ich habe gerade trotzdem keine Lust, in der Zeit so weit zurückzufallen. Das macht keinen Spaß. Oh, ist vorbei. Nice. War also nur ein Möchtegern-Sturm. Kategorie 1 wahrscheinlich oder sowas. Ich weiß ja nicht, ob man irgendwo sehen kann, ob die eine Kategorie haben. Haben wir eigentlich von diesem Alpato schon irgendwas bekommen? Das ist nur ein Diplodocus. Was heißt nur? Der ist jetzt auch auf 100%. Aber wir brauchen immer noch den Alpato. Da, ich habe keine Ahnung. Ist auf jeden Fall ein Pflanzenfresser. Aber so wirklich bekommen wir ja von dem irgendwie nichts. So, Transportteams.
wird jetzt auch in unser großes Gehege reingeballert. Bestätige Anfrage zur Produktabholung. Eins. Und der auch noch. Zum Einsammeln des Produkts unterwegs. So, der nächste ist der Kentrosaurier. 3 Stück brauchen wir von den Spaßvögeln, die jetzt ja auch, glaube ich, auf 100% sind. So, aber jetzt erstmal suchen. Alo, Brionix, das ist kein Kentro. Cera, Deinonychus, Edmonto, Gallimus. Kentrosaurier, da sind sie. Aber erstmal modifizieren. Wir wollen ja auch... Oh, schade, kein Regenwaldmuster. Das wäre cool gewesen. So, 52. Können wir schnell auf 60 kloppen. Auf 68. 76. 81, 85. Erhöhte Knochendichte. Ist jetzt gerade auf 25% Erschaffungsrate. 93 ist immer noch auf 8%. Wenn der nur auf minus 10 geht, ist es okay. Und 102, ja, minus 11. Läuft. Brüten wir direkt schön 2 von aus von der Rasse. Ne, nix Indominus Rex. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht auf Indominus... Ne, sonst hätte ich mehr Geld verloren. Da, der Kentro. Ne, brütet doch jetzt 2 Kentros aus, ja. 3 brauchen wir. Komm, jetzt wenigstens Alpato. Ne, Styrer. Oh, kein Alpato. Allosauria, den haben wir auch schon auf 100%. Das Zeug, komm. Irgendein Alpato muss doch dabei sein. Wir haben euch alle auf 100%, Leute. Okay, den Brachio halt noch nicht. Ist das ein Alpato? Ne, saurer Pelter. Futterstationen müssen aufgefüllt werden. Also da, wo die jetzt aufgefüllt werden, muss ich auf jeden Fall eine neue hinsetzen, weil das ist mir gerade echt zu oft. So, Alpato. Wir haben gerade echt Pech, ne, mit dem Alpato. Ich weiß noch nicht mal, wer das ist. So, Rangerstation. Okay, hier sind auf jeden Fall genug. Da vorne sind auch genug. Ach so, okay, klar. Das ist klar, dass die aufgefüllt werden müssen. Die laufen ja förmlich ab. Was sucht ihr hier drüben? Du brauchst da nichts. Hier drüben ist alles schöner. Egal. So, das wird jetzt aufgefüllt. Dann gucken wir mal, wie es unseren Sportsfreunden geht. Ja, Fürsorgestrafe, wir werden gerade transportiert. Einkaufsbewertung ist wieder runtergegangen auf 75%. Dann werden wir mal gucken. Okay. Ist der überfüllt oder was? Nö, der ist nicht überfüllt. Aber der ist nicht in Range. Und wahrscheinlich ist der hier genauso wenig in Range. Ja, der ist einfach scheiße. Eigentlich müsste das hier hinpassen. So, wenn ich hier den Weg wegmache und direkt hier hinschneide, müsste ich das doch da hinbekommen, oder? Produkt transportiert. Kleiderladen. Transport beendet. Ja, aber hinkommen tut man irgendwie nicht. Nee. Das ist jetzt doof. Müsste das Restaurant quasi verschieben. Das ist ein Bonker. Ich meine, man kommt da ja immer noch hin. Aber da kommst du nicht mehr hin. Hätte man das Ding... Warte mal. Hätte man das Ding drehen können? Ja, 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 weg damit. Hätte man das Ding drehen können? Das interessiert mich jetzt... Darum geht es nämlich eher. Sieht hässlich aus, ist aber egal. Und wir haben keinen Strom mehr. Ich habe aber noch ein großes Kraftwerk. Ne, das ist doch hier direkt noch eins hingebaut, oder? Na, da muss ich noch eins hinbauen. Großes Kraftwerk. Hm, komm schon. Irgendwie ging das gerade. Da. So. Braucht nur 100 Jahre, bis es da ist. So, dafür ist der Kleiderladen, müsste jetzt eigentlich gleich fertig sein.
Der hat mir gerade gesagt, dass die Kentrosaurier fertig sind, ne? Ja. Wie sehen denn die Spaßfreunde aus? Oh, das sind so... Okay, das sieht... So halb Stegosaurus, halb von diesen einen Viechern, die so schnell aggressiv werden. Gefällt mir natürlich nicht, dass die ungefähr so aussehen wie die, die aggressiv werden. Was wollte ich jetzt? Genau. Haben wir jetzt ein Alpato dabei? Boah, wir kriegen auf jeden Fall haufenweise Kohle durch den Mist hier. Allein, weil wir hier sowieso fast alles verkaufen können. Saurer Pelter, dann Allosaurus ja auch auf 100%, Diplodocus auf 100%, Triceratops auf 100%, Corito auch. Na super. Hat uns auf jeden Fall nichts gebracht. Und wir brauchen immer noch den Alpato. Und den gibt's ja irgendwie nirgends anders. So. Dann müssen wir nochmal... Muss direkt den anderen auch betäuben, den da. Gut. Gut, gut, gut. Das ist ja gerade am Bauen. Und der Kleiderladen müsste fertig sein, ne? Ja, der müsste komplett überfüllt sein. Ja, der ist überfüllt. Gut. Jetzt müsste die Bewertung eigentlich wieder okay sein. Ja. So, Spaß. Oh, Spaß kommt hier ein bisschen zu kurz. Das ändern wir jetzt mit einer schönen Bowlingbahn, Spielhalle, nicht Bowlingbahn. Spielhalle war doch Spaß, ne? Ich sage jetzt Bullshit, ja, Spaß 4 Sterne. Okay. So, die kennt Dinosaurier, die werden wir jetzt transportieren. Die müssen jetzt beide betäubt sein, ne? Ja. Und dann werden wir da vorne auf jeden Fall noch ein paar Futterstations hinbauen. Produkt wird eingesammelt. So, den auch noch. Produkt muss eingesammelt werden. Alles klar. Ich werde die aber erstmal alle auf einen, dann mache ich das Ding zu. Oder ich versuche das einfach mal so, ob das zählt. Das würde mich auch mal interessieren. Ich gucke einfach mal. Wir haben schon wieder 32 Minuten, das heißt, die Folge muss leider schon wieder beendet werden. Vorher knüppel ich mir aber das noch. Next Gen. Bam, 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 bam. Ah, komm. 30? Ja, 30. Eine Next Gen Spielhalle. So, wie... nicht das, sondern... Spaß. Okay, Spaß ist hier vorne immer noch zu kurz. Ich müsste eigentlich hier und da noch Spaß hinbauen, ne? Eine Bowlingbahn und hier noch eine Spielhalle oder sowas. Machen wir dann aber nächste Folge. Der hier hinten ist natürlich auch rot, aber da werden wir wahrscheinlich... Weil der hat ja jetzt hier direkt einen Kleiderladen, das heißt... Ne? Ja. Hä, haben wir nicht hier... Ne, hier haben wir eine Bar... Hier muss eigentlich auch noch ein Kleidershop oder sowas hin, damit wir da auch noch ein bisschen bekommen. So, bevor ich jetzt das beende, brauchen wir da noch einen hin, weil sonst wird das zu wenig. Halten wir uns nicht nee. Mit den Details. Brauchen wir nicht. So. Dann bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Die Folge ist leider schon wieder rum. Es geht einfach viel zu schnell. Der Tag schreitet auch viel zu schnell voran. Ich glaube, das war auch die letzte, die ich jetzt aufnehmen werde in dieser Aufnahmesession vor meinem Urlaub. Das ist der letzte Tag vor meinem Urlaub. Okay, ich bedanke mich auf jeden Fall und wir sehen uns auf dem Endscreen wieder. Bis gleich. Und da ist die nächste Folge auch schon wieder am Ende. Es geht einfach viel zu schnell, diese Aufnahmesession sowieso, da es meine letzte vor dem Urlaub war. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß bei den nächsten Videos, die ihr gucken werdet. Und falls ihr die nächste Folge nicht verpassen wollt, wäre es ratsam, den Abo-Button zu klatschen. Der befindet sich unten in der Mitte. Falls ihr direkt auf die nächste Folge klicken wollt, die befindet sich unten rechts und oben rechts natürlich unser aktuelles Video. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal.